Ja, Mette, Leute. Willkommen zurück auf dem Kanal. Gestern haben wir uns neue TikToks vom Rhein angeschaut. Ich glaube, das sind auch neue. Ich habe die Fragen jeweils noch nicht gehört von den ersten zwei, drei Stück. Es sind, glaube ich, sechs Stück diesmal. Rainer hat die Qualitätsoffensive, glaube ich, endgültig gestartet. Ja, nach gestern bin ich schon sehr gespannt, was passiert. Und danach. Ich fand es eigentlich immer ganz schön, so ein bisschen durch die Zeit zu springen. Habe ich mal das volle Finale von Rainer vs. RBS rausgekramt. Ja, und das gönnen wir uns einfach mal. Nach diesen paar TikToks. Also wieder Arbeitspulli an. Uns durch die Scheiße durchquälen und dann ein bisschen Qualität für den Abend. Im übertragenen Sinne. Deswegen starten wir einfach mal direkt rein. Erste Frage: Wie lange bist du schon auf TikTok? Mit einem perfekten Standbild von Rainer. Also, ich bin jetzt seit. Oh, ist gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Oder jemand ein Herz ins Sand gemalt. Rainer wünscht sich ja, macht es jemand für mich. Ich bin jetzt seit 4 Jahren. Ich glaube, seit 4 Jahren noch im Ding. Im Ding. Ja, 4 Jahre. So, zweite Frage. Kannst du live gehen? Also die Frage hat er bestimmt nur genommen, um jetzt wieder irgendwas Mitleidsmäßiges zu sagen. Achtet auf meine Worte. Also aktuell kann ich nicht live gehen. Oder er will angeben. Er hat gerade extra den Dings Hintergrund gezeigt. Er will angeben. Angeben oder Mitleid? Aber ich möchte natürlich nicht verraten, wo ich bin. Klar seht ihr es jetzt natürlich, aber das Video ist ja später hochgeladen. Und ich möchte ehrlich gesagt nach Möglichkeit vermeiden, dass man rausfindet, wo ich bin. Ich hoffe, das kannst du nachvollziehen. Deswegen möchte ich jetzt im Moment nicht live gehen. Und die noch viel größere Sache, warum man nicht live gehen möchte, ist halt einfach, er hat die Kohle noch. Er hat nur genug Geld, um an den Strand zu fahren, sich da ein Hotel zu holen. Er hat das Geld noch, so warum soll er live gehen? So denkt er sich das halt. So, die dritte Frage. Was sind eigentlich deine Pläne für die Zukunft? Das ist ja nichts, was man für immer durchziehen kann. Was wird er antworten? Was wird der TikTok-Rainer antworten? Er wird erstmal auf die Hater gehen, dass er ja das machen muss wegen den Hatern. Und dann, dass es eh schon immer sein Plan war. Ja. Schauen wir mal. Mann, Rainer ist aber auf Also, hier. was man sein Leben lang durchziehen kann und was nicht. Oh, ich hab den Anime-Monolog vergessen. Okay, diesmal kein Bullshit-Bingo gewonnen. Finde ich persönlich eigentlich eine Ansichtssache. In meinen Augen kommt es ganz darauf an, was man bereit ist, zu opfern und was man bereit ist zu machen und was man bereit ist zu riskieren. Ich für meinen Fall oder ich für meinen Teil, besser gesagt, ich tue alles dafür, um das zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Muss jeder selbst wissen, ob er dieses Risiko eingehen will, aber ich für meinen Teil bin der Meinung, es lohnt sich. Ja, und wir dürfen nicht vergessen, Rainer würde es jedes Mal wieder so machen. In jedem Leben wird er wieder auf YouTube gehen und sich wieder, wie er sagt, aus seinem Haus rausmobben lassen. Natürlich völliger Quatsch, ne? Wissen wir alle. So, diesmal keine Frage. Schauen wir mal, was Rainer uns jetzt da bringen will. So wie er guckt, wahrscheinlich wieder sowas wie gestern. Würde ich schätzen. Ihr wollt wissen, wer ich bin, okay? Diesmal habe ich recht. Ich werde es euch verraten, ich bin ein gut erzogener Junge mit einem ziemlich harten Haken. Ich habe zwei Gesichter, die mein Leben wiedergeben und ver. Wie gesagt, ich habe es gestern schon erklärt. Meiner Meinung nach ist TikTok eine Plattform, wo man zur Musik performt. So würde ich TikTok unterbrechen. Der eigentliche Gedanke von dieser Plattform. Und er hat sich was ausgesucht, wo es einen passenden Filter zu gibt. Und der ist es immer so egal, er sitzt da einfach nur wieder davor und guckt dumm in die Kamera und merkt gar nicht, dass dieser Filter für diesen Song quasi fast schon gemacht ist. Und dann merkt er es ganz kurz und dann guckt er wieder dumm. So. Und denkt, ja, ich habe jetzt hier harte Arbeit gemacht. Hab's euch schon gesagt, ich würde das Leben wieder wählen. Einerseits bin ich der Glückliche, der immer stets Verrückteste, der Fröhliche, der Gütige, der immer wieder Fühlende. Ich bin, wer ich bin.
und ich bleib, wie ich bin. Andererseits bin ich der Ruhige, der die Stille genießt, der gerne einmal hört, wie seine Träne runterfließt, denn dann bin ich back in Gedanken an die Vergangenheit und steck in den Dreck aus Also er denkt halt wirklich, dass solche Texte wirklich genau auf ihn passen, dass er eigentlich so der Liebe ist, der einfach nur gefickt wird, ne? Es macht einen teilweise wirklich sauer, wenn er sich. Weil er glaubt es halt wirklich so, man ist. Soll ich sagen? Man kann sich ja nicht mal selbst einreden, dass er sich das auch nur einredet, ne? Um halt nach außen so zu wirken. Er denkt halt wirklich, dass er in so einer Situation ist. Vergangener Zeit, geschlagen, getreten, verraten vom Leben, gefürchtet, geächtet, gepeinigt durch jeden. Doch da. Keiner hat so glücklich dazu nickt, Junge, dieses Bild. Das sind die Zeiten, die mich bis heute noch prägen. Und wie gesagt, ich würde dieses Leben wieder nehmen. Ja, genauso gucke ich gerade auch übrigens. So, nächste Frage vom Lord an den Lord. Was würdest du machen, wenn deine Tochter oder Sohn sich als homosexuell outet und dir den Partner vorstellt? Na, schauen wir mal. So, die Frage ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, da ich ja bisexuell bin. Ich würde meinem Sohn oder meiner Tochter sagen, dass es ein schweres Leben sein wird. Heutzutage ist es ein bisschen einfacher als zu meiner Zeit oder auch zu der Zeit vor mir. Aber trotzdem... es ist auch heutzutage, und das ist das Traurige an uns Menschen, für viele immer noch nicht okay, wenn jemand bisexuell oder homosexuell ist und auf das eigene Geschlecht oder auf beide Geschlechter steht. Und dennoch würde ich zu meinem Sohn sagen oder zu meiner Tochter, wenn du dir den richtigen Partner aussuchst. Immer wenn er über irgendwie Kinder, also ich muss immer an seine Inzest Rollenspiel-Fantasien denken mit seinem Vater, ey, boah. Also eigentlich, wenn du doch sowas liest, ne, dass ein Mensch inzestuöse Rollenspiel-Fantasien hat und das geil findet, den müssen wir doch eigentlich verbieten, Kinder zu kriegen, oder? Naja, das geht, glaube ich, zu weit für das hier. Und dieser Partner für immer an deiner Seite bleibt, dann wird das Geschlecht letztlich keine Rolle spielen. Denn es kommt nur darauf an, dass ihr beide euch liebt. Außer es ist ein Bärchen, ne? Weil Rainer sucht ja nur nach weiblichen Bärchen, ne? Naja, Rainer, naja. Wenn ich das schon sehe, ne? Wir gehen einfach rein, kurz und schmerzlos, und schauen, was Rainer uns da wieder zu bieten versucht. Angeblich schafft man bei diesem Spiel nicht mehr als 100 Punkte. Und wenn das jemand schafft, Duett als Beweis. Let's go. Eins. Was soll das sein für ein Spiel? Er macht doch gar nichts, oder? 2. Okay. Aha. 3. Jawohl, 26 Punkte. Weltrekord. Wenn du das besser kannst, Duett als Beweis, Digga. Duett als Beweis! Komm, Rainer, checkt nicht, dass solche Sachen ultra einfach sind. Dass die Leute das nur machen wollen, damit Leute quasi mit denen interagieren und die dadurch Reichweite bekommen. Das ist sowas wie die Fragen im Fernsehen, wenn es heißt, ja, gewinnen sie 10.000 Euro. Mit 50 Cent Einsatz, wenn sie beantworten, welcher Buchstabe ist der erste im Alphabet A oder B? So, solche Fragen halt. Aber Rainer, ja. Es ist Rainer, ne? Was soll man sagen? So, die, glaube ich, letzte Frage, die der Lord gestellt bekommen hat. Bleh. Bist du schön oder hässlich? Anderthalb Minuten. Da noch ein Monolog. Bevor wir zum vergnüglichen Teil kommen. Oder auch nicht, weil hier wieder irgendwas nicht stimmt. Es ist eine alte und antiquierte Floskel, aber Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Es gibt Tiere, die würdet ihr nicht als schön bezeichnen. Und trotzdem finden sie einen Partner. Wird sich nie ändern. Schönheit. Ich habe keinen Plan, was mit dem Videodesign los ist. Ich glaube auch nicht, dass es am Rainer liegt. Kein Plan. Kriege ich das so vielleicht hin? Nee, das ist einfach... Egal. Ich glaube, wir haben da alle nicht so wirklich Bock drauf, uns den Monolog anzuhören. Ja. Dann würde ich erstmal sagen... So. Metal, Leute. Willkommen zurück. Oder auch nicht zurück. Es ist das gleiche Video, aber egal. Jetzt
kommen wir zu einem Schmackofatz im Game, also wirklich ein Pralinchen, wie ich das nennen würde. Und zwar Rainer versus RBS, der Klassiker von 2017, 16, 18, irgendwas um den Dreh. Auf jeden Fall Ende der RBS-Zeit auf jeden Fall. Die sechs Teile davor, das sind wirklich einfach nur, Rainer erzählt die ganze Zeit Lügen, RBS fragt ein bisschen nach, dass Rainer mehr lügt und mehr lügt und mehr lügt. Und hat er dann im Hintergrund gestreamt auf Twitch. Und Rainer hat es natürlich nicht gemerkt. Und jetzt so am Ende, wo RBS eh gehen will, so lässt er die Katze so ein bisschen aus dem Sack, sag ich mal. Und dann merkt es auch Rainer, dass er verarscht wurde und dann geht's wieder hin und her. Wie gesagt, schaut euch Teil 1 bis 6 an. Es ist wirklich. Du kannst es auch nicht wirklich kommentieren, weil alle 2-3 Minuten stoppen und sagen, boah, Rainer, was laberst du da für eine Scheiße? Oder ein bisschen erklären, was RBS meint mit seinen Aussagen. Kann man da nicht. Es wäre kein Mehrwert, wenn ich da drüber labern würde, ne? Deswegen schauen wir uns einfach nur den Höhepunkt an. Das große Finale. Ja, wo Rainer ein bisschen aus der Haut fährt, weil RBS ihn halt wieder mal 3 Stunden lang einfach vorgeführt hat, ohne dass Rainer es merkt. Ja, war cool mit dir, hat Spaß gemacht. Bettwäsche mal wieder wechseln wäre ganz angebracht, weil das ist echt. Eine Woche, ja. Wird am Montag gewechselt, ganz normal. Ja. Ich glaube, sorry, ich werde hier viel Pause machen, weil ich einfach. Da kommen so viele Erinnerungen hoch von RBS, ne, da muss ich einfach was zu sagen. Ich glaube, das war. Da gab es Leaks von seinem Hausinneren. So, und da hat man halt so ein bisschen gesehen, dass Rainer jetzt nicht so der Ordentlichste ist. Dann einmal die Woche halt. Mach's gut, bann mich bitte nicht, wäre dann wieder öfters hier. Ja. Cool. Alles klar. Vielleicht können wir mal einen Messerwurf-Wettkampf machen oder sowas. Wäre geil. Wie ich Also. dir schon sagte, ich mach das nochmal. Rainer, also es ging halt sehr lange darum, dass Rainer damals Messerwurfkämpfe gemacht hat. Und ja, da eigentlich einer der Besten war, aber er halt einfach keinen Bock hatte, zur Meisterschaft und zu gehen. Ne? Ist gelogen, wissen wir, weiß er besser auch, deswegen. Hält er da noch mal rein? Ah, ich meine, du hast doch noch nie gemacht. Von dem her kein Unterschied dabei, oder? Allein schon seine Lache, ne? Wie er sich das selbst nicht mehr verkneifen kann. Es ist einfach göttlich. RBS, wie gesagt, das Game, habe ich auch im Vorwort schon gesagt, das Game ist halt wirklich, ja, es ist, wir haben jetzt ein sehr ernstes Game, was nicht schlecht ist, hat auch seine Vor- und Nachteile, sage ich jetzt einfach mal. Aber so dieses ironische, sarkastische, ja, wir verarschen den Rainer nur so ein bisschen Game. Ich vermisse schon so ein bisschen, ne? Man muss schon sagen, man vermisse schon ein wenig. Ja, wenn mal ein Messer an deinem Ohr vorbeizischt und dir die Haarsträhne abschneidet, wirst du das schon merken. Ja, aber hoffentlich gut gezielt und nicht unabsichtlich, oder? So gut gezielt, dass ich dir lediglich einen kleinen Schlitz im Ohr verpasse. Okay. Dank. Ja gut, dann hau rein und euch zwei noch einen schönen Abend. Zwei? Wir sind fünf. Nee, ich mit meine dich dir. und deine Freundin natürlich. Aha. Mein Freund ist Ja. gar nicht da, aber. Ach so. Okay. Weiß Schichten. Na gut. Dann rein. Bis dann. Weißt Ciao. du. Ich höre mich nur wiederholen, ich habe es gestern schon im Video erklärt, was damit gemeint ist. So, ne? Ich versuche mich hier ein bisschen kurz zu halten, damit das Ding hier nicht eine Stunde geht. Könntest wenigstens einmal in deinem Leben Respekt für andere Menschen zeigen. Von dir, oder was? Von Rainer, du generell. lügst mich doch einfach am laufenden Band an. Das Ja, merkst du doch gar okay, nicht. beweis es mir, Was soll ich dir beweisen? dass ich dich angelogen habe. Wie so ein Kind, er beweist es mir doch so. Jeder weiß, dass Rainer lügt. Jeder, der Rainer einmal die Wahrheit erzählen lassen hören hat und einmal eine bestätigte Lüge hören lassen hat, ist das Deutsch, ich weiß es nicht, der weiß, wann Rainer lügt. Rainer ist so schlecht im Lügen. Jetzt über die Stimme geht's einigermaßen, ne? Da muss man schon ein bisschen genauer hinhören, aber wenn man ihn dabei sieht, wie er guckt, wie man merkt, dass er rendert und rendert und rendert, um eine Geschichte zusammenzuformen, die er denkt, dass sie irgendwer glauben könnte, man sieht es so unglaublich. Erst recht zu dieser Zeit. Mit was habe ich dich angelogen? Beweis es mir. Gib mir Beweise dafür. Das kannst du Einer. nicht. Stimmt, das kann Weißt ich du, nicht. das Geile ist, du kannst mir das alles nicht beweisen, weil du müsstest dafür wissen, wie ich mein Leben verbracht habe. Und das weißt du nicht, weil du dafür niemanden hast, der es dir sagt. Und selbst wenn du jemanden hast, ist das Problem, dass du nur dann die Erzählungen dieser Person hast. Das ist schlecht gealtert, so. Wir wissen, wie Rainers gesamtes Leben ausgesehen hat, jetzt durch seine Leaks, durch also die Sachen, die er geschrieben hat, durch die Klassenkameraden, die sich jetzt auch zu Wort gemeldet haben und so weiter. So, die Aussage ist echt schlecht gealtert. Es gibt nämlich keinerlei Aufzeichnungen darüber und sonstiges. Deswegen denkst du, du kannst erzählen, was du möchtest und man muss dir glauben? Ach, sorry. Nein, nein. Bogenschießen, Ich sag nicht, dass du mir Kampfsport. glauben musst.
Ich sage. Schon Bogenschießen war auch dabei. So, er war sehr, sehr gut im Bogenschießen, sehr, sehr gut im Kampfsport, sehr, sehr gut im Messerwurf. So, also überall gut genug, um realistische Chancen auf Meisterschaften zu haben. Nur, dass es mir egal ist, ob du mir glaubst oder nicht. Und Denn warum letzten erzählst du dann Endes so kann dumme ich. Lügengeschichten? Weil es keine Lügen sind. Ich habe dich heute nur ein einziges Mal belogen. Ach ja, Nur ein okay, bei einziges deiner Mal. Freundin, okay, cool. Und das war das, dass ich dich nicht als Konkurrenten sehe. In dem Okay, ach, du Sinne. siehst mich als Konkurrent. Das finde ich aber. Konkurrenz ist vielleicht ein wenig zu viel gesagt. Also nicht als Konkurrenz auf YouTube, dass du mir irgendwie das Wasser reichen könntest oder das Wasser nicht reichen könntest, darum geht es ja nicht. Sondern ich sehe dich einfach nur als jemanden, der. Weißt du was? Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Satz beenden soll. Ja, das Ist denke ich mir, egal. weil du. Also Rainer hat sich wieder überlegt, wie komme ich jetzt da raus? Wie bringe ich ihn dazu, dass er nicht weiter drauf rumkaut, dass ich gelogen habe? Ich gebe jetzt einfach etwas zu, was ihm gefallen könnte, und dann wird er schon ruhig sein. Und er ist natürlich schlau genug, um das zu durchschauen und fragt danach. Und Rainers Gehirn kann halt nicht schnell genug sich eine Geschichte zusammenrendern, die ihn nicht dumm dastehen lässt. Ohne Schulabschluss fehlen dir oft mal die Worte. Mag Aber. sein, aber ich muss. Weißt du, wie gesagt, ich habe es gestern im Video schon gesagt, es ist nicht schlimm, wenn man keinen Schulabschluss hat. Es ist nicht schlimm, wenn man auf einer Sonderschule war. Es ist immer schlimm, wie man sich damit gibt. So. Ja, wenn du Sonderschulabschluss hast und du machst einen wie auf Rainer als das höchste Wesen, du bist schlauer als jeder oder hast einen Kumpel, der alles weiß, bla bla bla, dann kann man das schon als legitimen Front benutzen. Aber so, wenn jemand keinen Abschluss hat, weil er Lerndefizit hat, ist es halt wirklich scheißegal. Ne? Juckt halt am Ende keinen, wenn du was aus dir machst. So, ne? Guck Wissen, mal, nicht das ist ein ich? Ich bin kein, Schulabschluss zum das ist kein Beispiel. Schulab, das ist kein Ding. Ich habe Richtig, das ist kein ich hab Abschluss, einen das ist ganz ein normalen. Abgangszeugnis. Nein, es ist ein ganz normal. Ein Abgangszeugnis bekommst du nur, wenn du ein Schulabbrecher bist. Deswegen heißt Okay. es Abgang. Rainer ist nach der 9. Klasse schon abgegangen von der Schule. Also er hat sein Abgangszeugnis bekommen, die Sachen sind auch alle im Ding Internet. Und der RBS kennt die Sachen natürlich alle, ne? Ich habe einen ganz normalen Schulabschluss. Das ist kein Sonderschulabschluss, das ist kein Hauptschulabschluss, das ist einfach nur ein Schulabschluss. Ein Hauptschulabschluss wird, außer es ist irgendwie was, wo ich jetzt leider keinen Plan davon habe, weil ich nicht auf der Hauptschule war, ein Hauptschulabschluss wird als Quali. Qualis sind Hauptschulabschluss. Das Ja, wird als Hauptschulabschluss Qualifikation ja, und gezählt. die hast du ja nicht, klar. Richtig, aber ich habe trotzdem einen Schulabschluss, weil ich habe meine Schule, ich war 10 Jahre in der Schule, ich habe meine 10 Jahre Schulpflicht abgesessen, plus noch ein Jahr nach der Schulzeit in einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme. Aber die hast du ja abgebrochen. Auch die habe ich nicht abgebrochen. Warum habe ich da Ich rausgeflogen? hab, ich bin da War das weder nicht so, dass du da so rausgeflogen, rausgeflogen? noch habe ich irgendwas abgebrochen, denn ich bin nicht jemand wie du, der hinterher den Schwanz einzieht und sich löscht. Hey. Zur Sache mit dem rausgeflogen. Wie gesagt, es existieren im Internet die Schreiben, die Rainers Eltern bekommen haben von dieser Bildungsmaßnahme, dass Rainer halt jemanden, ja, ich glaube, weiß gar nicht mehr, was das war. War das auf den Tisch geklatscht oder hat er ihm mit dem Ordner einen über den Latz gezogen? Auf jeden Fall irgendwas, deswegen hat er einen Schulverweis bekommen und ist da halt rausgeflogen. Aber es gibt auf Du jeden hast Fall mich ungefähr, wenn ich Oder so richtig ähnlich. gezählt habe, 6 Mal heute beleidigt. Ich habe dich gerade nicht mal beleidigt, sondern lediglich gesagt, dass du den Schwanz eingezogen hast und deinen Kanal gelöscht. Und wenn das wirklich stimmt, was du mir gesagt hast und mich nicht angelogen hast, mein lieber Lügenschaf. Also, Mein liebes Lügenschaf, erstmal muss ich Entschuldigung. sagen, ich kenne den Brief schon ganz genau, in dem, ich glaube, deine Mutter, glaube ich, darauf hingewiesen wird, Ich dass du bin jetzt. einmal nach Hause geschickt worden in der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, weil ich mich mit jemandem geprügelt habe. Ja. Ja, das war dann, also. Aber deswegen bin ich nicht rausgeflogen. Dafür Ja. hätte ich nämlich genauso wie in der Schule 3 verschärfte Verweise bekommen müssen. Ich habe einen einzigen bekommen. Okay. Und einen in meiner Schulzeit und einen Stimmt, danach. das eine mit diesem Ordner, da ist ja irgendwie so ein Mitschüler mit einem Ordner Es war in Ordnung, okay. verdroschen. Er hat mich mit dem Ordner verdroschen, daraufhin. Vor allem, man merkt halt einfach so, dass Rainer halt so ein bisschen, ja nicht geschockt, ich will jetzt nicht sagen, dass es ihn nicht schockiert, dass RBS das weiß, aber schon so ein bisschen denkt, Alter, woher wissen die das schon wieder? So, ich weiß selbst nicht, woher die ganzen Sachen kommen. So, aber es muss ja irgendwer geleakt haben, so, ne? Ich weiß nicht, weil damals war ja Drachenlord nervt, glaube ich. Ist, glaube ich, der einzige Hater, der wirklich in der Schanze war. Also bestätigt in der Schanze war, oder? Oder gab es noch andere, die eingebrochen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was irgendwer von diesen Leuten, die drin waren, diese Dokumente irgendwo gefunden haben. Würde mich interessieren, so wer das war und wie das alles zusammengekommen ist. Weil es gibt ja echt viel, sein Zeugnis, sein Führerschein, sein ehemaliger Führerschein, jetzt Schreiben von der Schule an seine Eltern und so weiter und so fort. Es gibt ja so viel. Habe ich in seinen Schädel auf den Tisch gedonnert. Ja. Richtig gewalttätig teilweise. Aber finde ich Das ganz nenne gut, ich dass du das den kleinen. Verteidigung, weil es war nämlich eine Reflexreaktion. Das war innerhalb von Sekunden. Er haut mir drüber, ich stehe auf, packe ihn und drehe mich rum und habe ihn voll auf den Tisch gedonnert. Weil so schnell hat er gar nicht gucken können. Das ist auch was mit meinen Reflexen. Aber Wieder. weißt du, Oh,
Und wieder, er kann es, er wird gerade aufs Schärfste kritisiert, dass man das nicht machen soll und so weiter. Und der kann es halt wieder nicht lassen und muss wieder sagen, dass er das höchste Wesen ist, dass er ja so krass ist mit seinen kranken Reflexen und so weiter. Ne? Es ist halt reiner, also du kannst für diese Menschen keine Sympathie aufbauen, es geht halt einfach nicht. Ja? Hallo? Nicht, weil ich Gott sei Dank mein Ego nicht daran festmachen muss, wie vielen Leuten ich beweise, ob ich ein Arschloch bin oder nicht. Das hier ist jetzt genau die gleiche Aktion und Warum? nein, ich habe dich nicht als Arschloch bezeichnet, auch wenn es vielleicht jetzt rüberkommt. Ich bin nämlich nicht derjenige, der hier Ich bin nicht derjenige. stundenlang jemanden versucht, zu irgendwas zu zwingen oder zu irgendwas zum Reden zu bringen. Warum zwingen? Du hast mich die ganze Zeit irgendwelche Sachen gefragt, wo du gemeint hast, dass du irgendwelche geilen Infos bekommst. Meinst du, ich bin bescheuert? Du hast mich doch hier hochgezogen, Rainer. Ich habe dich hochgezogen, weil ich ursprünglich wissen wollte, wer du bist. Ich habe dich nicht gebannt, weil es unter meiner Würde ist. Also war das alles ein Masterplan von dir? Unter seiner Würde. Es gab Zeiten, da hat er angegeben, es war nicht mal lange vor diesem Leak, da hat er angegeben, wie oft er schon ja, erkannt hat, weil er ja so einen hohen IQ in Stimmerkennung hat. Dabei hat er so oft einfach irgendwelche Schwaben gebannt, weil Airbase kommt ja aus dem Schwabenland oder aus der Richtung halt, und die hören sich halt mit dem Dialekt halt irgendwie gleich an, so, ne? Man kann sie nicht im ersten Moment auseinanderhalten, teilweise. Und der hat so oft einfach irgendwelche unschuldigen Leute, die kamen drauf, jo, hallo, oder so ähnlich, so wie Airbase redet. Und dann zack, weg. Und Rainer, ja, denkst du, ich denke, das erkennen die nicht, oder was? An dieser Stelle, rest in peace an die Schwaben, ne? Grüß gehen raus. Dich hier von mir verarschen zu lassen, oder wie? Mich verarschen zu lassen? Ich habe mich Ja. köstlich amüsiert. Richtig amüsiert, du hast ja Lügengeschichten ohne Ende erzählt. Richtig, und weiter? Und damit hast Du hast hier Lügengeschichten ohne Ende erzählt. Richtig und weiter. Das müssen wir uns merken. du bestätigt, dass du gelogen hast. Okay, pass auf. Richtig und weiter. Das war doch gerade Ich die sag dir Bestätigung, jetzt dass du einfach nur genau eine gelogen hast. Sache. Ich Mann, habe dir gerade schon gesagt, unfassbar. Also. du musst mir beweisen, dass es Lügen sind. Jetzt gucken doch gerade Ich habe 260 gerade Leute auf richtig Twitch gesagt, zu. ich habe dir gerade richtig Geh doch mal gesagt, auf meinen Twitch-Kanal und guck das ist mir zu. egal. Ich weiß, dass du auf Twitch streamst. Das wusste ich von Anfang an. 260 Leute haben gerade gehört. Ich wusste für Sauferand, dass du auf Twitch streamst. Er hatte keine Ahnung. Rein hätte sich niemals so ins Fettnäpfchen laufen. Ach, Junge, ich kann kein Deutsch gerade. Was ist denn los? Er hätte sich niemals so in die Falle locken lassen, weil selbst Rainer ist schlau genug, um zu wissen, jo, wenn der streamt, ne, der wird doch nicht ernsthaft mit mir reden, so, ne? Deswegen Rainer hatte keine Ahnung, dass er streamt, wirklich gar keine. Wie du gelogen hast, mal wieder. Wieder mal gelogen. Ich sagte richtig. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass du nur Einfach das nur glaubst, was ich dir erbärmlich. sage. Das ist doch Ganz nicht ehrlich. erbärmlich. Das, was du abziehst, ist erbärmlich. Du Also, kommst hier rein, du einfach beleidigst nur mich. Du erbärmlich. verarschst mich seit Stunden und ich habe einfach ein bisschen mitgelabert. Und weiter? Also, Du meiner willst mich Meinung nach vorführen. bist Du du hier willst mich einfach nur. vorführen und beleidigst mich. Ich habe dich nicht ein einziges Mal beleidigt. Nicht ein einziges Also, ich Mal. kann, ich ohne Spaß, ich pack's echt nicht. Dann Ich hab gedacht, du hast verstehe dich ich geändert, nicht. aber du bist immer noch Dann der gleiche verstehe. arrogante Lügner Ich bin wie letztes arrogant. Jahr. Ich bin arrogant. Ja, Was machst du natürlich. denn? Was machst du denn seit über einer Stunde? Meisterschaft im Was machst du Messerwurf. denn Also seit rein über wird einer man vielleicht Stunde? mal ein Messer fallen lassen, aber doch kein Wie gesagt, Messerwurf. beweise mir das Gegenteil. Also ich bitte dich, Kampfsport 6 Jahre. Weißt du, was ich richtig geil finde und was ich gerade feiere? Ja, was denn? Dass du getriggert wirst durch Ja, mich. ne, getriggert bin ich noch nicht, Du aber. bist die ganze Zeit getriggert. Ey, komm, du klatschst dir mit den Händen auf. Rainer hat die ganze Zeit über diese 3 Stunden nicht gemerkt, dass RBS ja immer genau die richtigen Worte gefunden hat, um Rainer aus der Haut fahren zu lassen oder sich mehr preiszugeben oder mehr zu lügen. Er hat es einfach die ganze Zeit nicht gemerkt und denkt jetzt ja, boah, ich sag ihm das jetzt einfach auch. So. Rainer wurde einfach wirklich auf ganzer Linie hat er an diesem Abend versagt. Aufs Bein, du bist voll angepisst, Mann, das merkt man doch. Händen aufs Weißt Bein du? klatsche ich mir. Oder von mir aus gegen die Hand oder gegen den Arm oder gegen das Bein, was weiß ich. Auf jeden Fall hört man die ganze Zeit irgendwelche Hintergrundgeräusche mit deiner Hand. Vielleicht machst du auch Ja? ganz unanständige Sachen, wer weiß. Kann auch Für sein. eklig genug halte ich dich auf jeden Fall. Und ja, das war jetzt mal eine Beleidigung. Pass auf. Ich habe hier irgendwas erzählt, ja? Ist Ja? richtig. Ob es Und Lügen es waren waren oder nicht, Lügen. kannst du aber nicht beweisen. Du kannst nur sagen, es waren Einer, Lügen. das kann doch nicht ernst sein. Das ist so argumentieren Es ist nicht mein Ernst Kindergartenkinder. gewesen. Es ist eine Tatsache gewesen. Das ist Und das ist halt wirklich. Akkurater kann man Rainer nicht beschreiben. Du argumentierst wie ein Kindergartenkind. Das ist, glaube ich, wie man Rainer am besten beim Argumentieren auf den Punkt bringt. Das ist ein Unterschied. Okay, wir machen doch einfach mal eine Umfrage, okay? Jetzt sind hier fünf Du kannst deine Leute. Umfragen vergessen, weil die schreiben natürlich das, was du willst. Das ist genauso wie wenn ich bei meinen Fans irgendeine Umfrage machen würde und die würden auch das schreiben, was ich sage. Ich erinnere mich an Rainers Umfragen, die bisher im Game gelaufen sind. Er hat gefragt irgendwas,
Meistens irgendwas, was positiv für ihn wäre, ob er das machen soll. Irgendwie 10% waren ja, der Rest nein. Dann hat Rainer die Umfrage quasi als nichtig erklärt und das trotzdem gemacht, weil die ganzen Nein-Stimmen ja alles Hater sind. Ja. Okay. Einfach deswegen, um dich zu triggern. Ey, das Spiel. Wir Was machst du machen denn dieses jetzt Spiel wo? seit 4 oder 5 Jahren. Machen wir das gleiche Spiel. Weil Nur, mir dass das Spiel ich ist Drachenspiel. mittlerweile ich am längeren Hebel sitze und dich triggere und nicht andersrum. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Nee, also heute bist du definitiv für mich der Gewinner dieser Unterhaltung. Das hat nichts mit Gewinner zu tun. Ich bin nicht so kleinkindisch wie du und mach hier ein Gewinnerfest. Also ganz ehrlich, es Ich gibt spiele in einem nicht Spiel, irgendwie um irgendwas mit ein dir. Spiel impliziert oder ein Spiel, da, bei einem Spiel muss es immer, das sagt ja schon das Wort, das implementiert quasi, dass es einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Nö, überhaupt nicht. Es gibt auch Draw. Stimmt, es gibt auch falls du weißt, was Unentschieden. es heißt. Genau, Er weiß es sogar. Unentschieden. Respekt. Ja, ein bisschen Wissen habe ich auch. Ja. Weißt du, die ganze Zeit bringst du irgendwelche Sprüche und machst irgendwas die ganze Zeit und meinst dir die ganze Zeit, ich check nicht, dass du streamst. Ja, Rainer, ich habe doch am Anfang Ich gesagt, schau dass dir ich. die. Wie er es jetzt wieder von selbst erwähnt, ne? Weil er unbedingt will, dass ihm die Leute glauben, dass er es wusste. Ne? Man merkt es so sehr, wie Rainer sich selbst vorführt. Ne? Jedes Mal. Was riecht zu diesen Zeiten? Ganze Zeit, ich schaue dir die ganze Zeit zu. Ich bin halt unsichtbar, Ich weil habe ich mich dich nicht geblockt, angemeldet habe. Kollege. Du kannst mal nicht Ich kann zuschauen. dir zuschauen, wenn ich inkognito bin. Ich muss mich nicht anmelden, um dir zuzuschauen auf Ach, Juno. Rainer. Ey, auf Twitch. Entschuldigung. Muss ich Aber nicht. auf jeden Fall bedanke ich mich dafür für diesen hohen Zuschauer. Hast du auch wieder bloß durch mich gemacht. Ja, Das ist doch natürlich. irgendwo erbärmlich. Im Endeffekt habe ich dich wieder mal benutzt. Aber Mm. fühle dich deswegen nicht dreckig. Ich habe mich Werfe dich ja benutzen nicht lassen in weg. dem Fall. Das ist Ist doch, ja im Endeffekt mehr ich habe von real. Anfang an gewusst, seit du hier drinnen bist, dass du streamst, weil ich das halt Anfang an zugeschaut habe. Ich meine, man erkennt auch wirklich Parallelen zu heute, ne? Er hat ja letztens in den Streams darüber gesprochen, dass er es scheiße findet, dass die Leute halt Geld mit seinem Content verdienen. Ne? Hab ich auch schon tausendmal gesagt, Bro, alles klar. Hab ich auch schon was zu gesagt, so, ne? Man sieht die Scheiße einfach, ne? Jeder kann sich aus dem Game das rausschneiden, was er möchte. Tut kein weh. Aber wie Rainer das nervt, ne? Dass er bei RBS, bei Rainer wollte immer Twitch-Partner sein. Seit er diese Plattform kennt. Und RBS hat es halt geschafft. So, und halt quasi immer wieder in Anführungszeichen, hat es ihm immer wieder unter die Nase gerieben. Das hat Rainer immer so mad gemacht, ne? Es gibt einen Stream, den gibt es, glaube ich, le leider nicht mehr auf YouTube. Da hat Rainer gestreamt auf Juno noch 2015 oder so, also ganz, ganz antik. Und da haben die Leute die ganze Zeit reingeschrieben in seinen Chat, ja, RBS ist jetzt Partner geworden, durch dich. Und dann kam wirklich eine halbe Stunde Drachenlord-Monolog, wo er sich darüber aufregt, dass RBS Partner geworden ist. Ich muss das irgendwie raussuchen. Ich finde das bestimmt noch irgendwo. Das wäre echt fresh, wenn ich das mir das mal angucken könnte. Vielleicht hat es jemand von euch, keine Ahnung. Oder gibt es irgendwelche Archive, wo das vielleicht noch irgendwie in irgendeiner Form existiert. Aber ich legendärer Stream, also wirklich. Worauf ich hinaus wollte, ich rede wieder zu viel. Ja. Rainer hat es immer sehr genervt, wenn andere von ihm profitieren. Woran er nicht profitiert. Und wie ich schon gesagt habe, es ist total lächerlich. Ich habe mich in dem Fall benutzen lassen, weil es mir egal war. Es war eine nette Zeitverschwendung mal. Ja, fand ich Aber mehr auch. war es halt einfach nicht. Eine Zeitverschwendung. Du kommst hier rein und die ersten 2, 3 Worte, die du gesagt hast, waren erstmal eine fette Beleidigung. Aber Rainer, was war denn in deinem Leben keine Zeitverschwendung? Also die Beleidigung am Anfang, ne, das erste Wort von RBS war: Jo, was geht, Digga? Und Rainer, wie immer, hat es natürlich wieder als hartes Mobbing angesehen und gesagt, warum nennst du mich Dick? Hä? Warum lässt du mich sofort? Mhm. Also, bist du auf Meine der Videos auf Erfolg? YouTube, Ist es auf der Erfolgsspur meine für dich? Schulzeit, die Spiele, die ich gespielt habe, ob jetzt an der Konsole oder anderswo, die Zeit, die ich mit meinen Kumpels in der Disco oder in der Sauna oder im Schwimmbad oder sonst wo verbracht habe. Im Prinzip ist das Einzige wirklich, was ich mache, die einzige Zeitverschwendung, die ich wirklich Bin ich. sehe. Boah, mit dem notgeilen Rainer in die Sauna gehen, ne? Ich hoffe, du gehst wirklich mit deinen Kollegen Dings in die Sauna, kann ja ganz cool sein, ne? Keine Ahnung. Und der gafft euch die ganze Zeit an, Junge, ne? Und erst recht, wenn ihr wisst, so was der für Fantasien hat, wo der schon überall rausgeflogen ist, wegen seiner Perversion. Das ist wirklich keine schöne Vorstellung. Nö. Hater. Ist dieser ganze Blödsinn, den ich mir sogar noch freiwillig antue. Der Unterschied zwischen dir und mir ist nur, dass ich mir lediglich 4 Stunden davon mal gib, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder von mir aus 4-mal im Jahr. Okay. Oder jeden Tag. Und du das ungefähr, naja, fast immer machst. Und zwar das ganze Jahr über. Ich habe ja auch kein Also, Leben quasi, ne? warum sitzt du denn? weißt du, RBS hat so wenig Zeit in das Game allerdings investiert, ne? Weil irgendwann
hat einfach Rainers Angst, dass er erst da sein könnte, einfach regiert so. Er musste gar nicht oft da sein, so, weil Rainer immer Angst hatte, oder ist hier. Der steht hier irgendwo. Also, im Sinne, ne? So, MS hat, ich meine, was hat er gemacht zu der Zeit? Er hat ab und zu so. Er hat mit Paint gemalt und dazu irgendwas erzählt aus dem Game oder wenn er mal eine Stunde auf dem Drachenlord-TS war. So, er hat wirklich nicht viel Zeit investiert in das Game, ne? Aber Rainer war halt immer der festen Überzeugung, durch auch seine Paranoia natürlich, dass RBS wirklich jeden Tag mehrere Stunden auf dem TS ist, immer in seinem Stream ist und so weiter, obwohl er wirklich kaum da war. So, ne? Bitte um 4:43 Uhr, Entschuldigung. Warum sitzt du denn um 4:43 Uhr hier im Stream? Rainer, weil wir hier uns oder hier auf Juno. Ist doch lustig und weil ich mich jetzt endlich Twitch um meine Twitch-Partnerschaft bewerben kann. Ja, da ich mal so ein. Wenn sie dich bei Twitch annehmen, dann geht Twitch zu Bruch, aber. Ein Blödsinn. Dann tut mir die Seite, das ist kein Blödsinn. Dann tut also mir die Seite jetzt ehrlich, schon leid, ganz ehrlich. Wurde extra gefragt, ob ich mal einen Stream machen kann mit vielen Zuschauern und tada, muss ich nur noch darauf hinweisen und fertig. Dir ist klar, dass Twitch, wenn sie sich das anschauen, dass die feststellen, was du hier für ein Blödsinn abziehst. Blöd kann man auch sein, also als ob die das so genau angucken. Ich mache ja das in kreativ und kein Problem. Wenn du meinst. Also, ohne Spaß, du hast echt keinen Plan von der Welt, Junge. Ich habe keinen Plan von der Welt. Ich bin seit 4 Jahren Streamer. Ich mache seit 4 Jahren genau den Blödsinn, den du gerade gemacht hast. Junge. Nur, dass ich nicht hergehe und andere Leute für mich arbeiten lasse, sondern ich selber arbeite. Entschuldigung, es ist ja keine Arbeit. Aber, es ist ja Faulenzen. Aber im Gegensatz zu dir, der jetzt hier reinkommen muss und mit mir hier reden muss, um sich interessant zu machen, kann ich fett, faul und hässlich auf meiner Couch sitzen und streamen und habe trotzdem mehr Zuschauer als du jetzt gerade, wenn du sagst, du hast 160 Zuschauer. 260 Zuschauer habe ich. Oh, Entschuldigung. Dann hast du halt 10 Zuschauer mehr als ich normalerweise. Wahnsinn. Also Rainer, ich will dir ja nichts sagen, aber ich habe oft mehr Zuschauer auf Twitch als du auf YouNow. Herzlichen Glückwunsch und weiter. Die Plattform ist ja auch ungefähr 10 Mal größer. Mein Stern geht auf, dein Stern geht unter, Rainer. Wenn ich auf Twitch streame, habe ich auch mehr Zuschauer. Aber da leckst doch bei dir nur, das ist doch keine. Ja, und weiter? Du musst es ja mal richtig einstellen. Das ist doch, ich habe da auch mehr Zuschauer. Boah, Rainer hat sich immer so aufge. Tut mir leid, dass ich so oft ohne Kontext Stopp mache, ne? Aber Rainer hat sich immer so oft aufgeregt, dass halt. Er ist auf Twitch online gegangen. Und es hat nur geleckt, wirklich. Ne? Ich weiß nicht, ob es an seiner Internetleitung lag, weil er auf YouNow ging es. So, als würde diese Seite selbst ihn so runtermobben wollen, so in Anführungszeichen. Zuschauer, aber selbst wenn es leckt, habe ich Zuschauer. Also ich kann dir gerne. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich kann sogar mit Scheiße Geld verdienen. Ich kann aus Scheiße Gold machen. Du nicht. Weißt du, der Fall Unterschied. Du kannst aus meiner Scheiße Gold machen. Aber nur aus meiner Scheiße, die du dir klaust. Meine Warum Scheiße kann ich aber selber zu Gold machen. Ich kann sogar aus deiner Scheiße Gold machen. Du kannst aber nur aus meiner Scheiße Gold machen. Ach, Rainer, ganz ehrlich, ich stelle doch hier die interessanten Fragen. Du antwortest nur. Interessante Fragen. Interessant. Interessant für Hater vielleicht. Meine aber Zuschauer werden davon gelangweilt. Wenn du so Probleme hast bei Twitch, ich kann dir theoretisch auch mal helfen mit der Bitrate, wie man das einstellt bei OBS. Ich habe kein Interesse an Twitch. Oh, doch. Rainer, wie gesagt, Rainers Traum war es, großer Twitch-Streamer zu sein. Es war sein nach YouTube-Star der größte Traum. Du streamst das da öfters. Ja. Dränge ich mich irgendwie an? Mache ich irgendwie den Eindruck, als würde ich mich da verbessern wollen? Naja, du bist schon ganz schön wütend, wenn du dann wieder offline gehst, weil es nicht klappt und die ganzen Zuschauer wieder schreien. Ich war nur ein einziges Mal ein bisschen angepisst. Das war beim letzten Mal, das war alles. Und da lag es hinterher an meiner Einstellung, die ich für YouNow vorher verändert hatte. Was ich bei YouNow auch tatsächlich zugegeben habe und mich entschuldigt habe. Okay, das finde ich gut. Also ist mein Kaffee schon wieder leer. Dann mach den noch rein, komm, schüttel noch rein. Mach ich auch. Also das juckt mich jetzt. Weißt du, kann doch mal locker reden. Ich persönlich bin echt gespannt, wann das Video auf YouTube landet. Und wenn es auf YouTube landet, dann wird man anders als früher, und du sagst, ich habe mich nicht verändert, anders als früher wird man keinen Hater, keinen Drachenlord sehen, der von Hatern verarscht wird und sich aufregt, sondern man wird lediglich einen Drachenlord sehen, der sich vernünftig argumentiert, der ganz normal mit dir redet, während du ihn immer wieder mal subtil oder weniger subtil beleidigst. Das ist alles. Das stimmt. Im Endeffekt, eigentlich kann man sagen, nur einmal Drachenlord, ich würde sagen, Videotitel, maximal. Drachenlord führt ABS vor. Nö. Man könnte, wie der Videotitel ist, ist mir ziemlich egal. Aber man könnte zum Beispiel ein Video draus machen, wo man sagt, Drachenlord mal anders. Aber du bist doch nicht anders, du lügst doch genauso wie sonst auch. Nur, dass ich es nicht beweisen kann. Ja, ich kann es beweisen. Ja. Es ist egal, ob ich lüge oder nicht. Es geht nicht darum, was ich sage. Es geht eher darum, wie ich mich verhalte. Ich gebe zu, es hat lange gedauert, bis ich das gerafft habe. Aber der Großteil darüber, warum ich gehatet werde, ist tatsächlich der, dass ich mich so habe vorführen lassen und so assig verhalten habe. Es geht größtenteils, abgesehen von ein paar von deinen Zuschauern und vielleicht noch ein bisschen anders, dieses Grüße gehen raus an der Stelle an meine ganzen Zuschauer. Oh, jo, aber Grüße von mir auch. Ja, guck auf Inferno-Gott, Alfred 1510.
Einfach schon wieder Alfred 1510. Ne? Heute ist es ja, wie gesagt, das Game ist heute sehr ernst. Ne? Es ist, wie gesagt, nicht schlimm. Ne? Das ist halt wie eine Serie halt. Ne? Das Game ist halt eine Serie, da gibt es halt ernste Staffeln und Staffeln, wo es noch nicht so ernst ist. Erst recht, wenn es natürlich immer näher Richtung Finale geht, ist ja klar. Ne? Deswegen ist es nicht schlimm, aber doch natürlich sehr erfrischend und interessant. Aber so diese ganzen Hater-Namen damals, wenn man in so Hater-Streams war, die hatten alle so gottlose Namen, ne? Ihr könnt euch, die Leute, die nicht dabei waren, die können sich nicht vorstellen, so wie Alfred 1510 und so weiter, ne? Alter, das wäre jetzt ja noch vorlesen, also grüß raus, Alfred 1510. Grüße von mir auch an euch. Wie auch immer, alles, was er sagte, nur besser. Wie auch immer. Das Einzige, was ich mittlerweile gerafft habe, ist, dass ich mich lediglich nicht aufregen sollte, dass ich gechillt bleiben sollte, normale Stimme, normale Stimmlage, nicht schreien, nicht aufregen. Aber wir wissen Denn doch, dass du das nicht letztlich, bist. Das ist doch das. das ist genau der Witz, das war ich immer schon. Ich habe mich nur früher, warum auch immer, ich weiß es bis heute nicht warum, ich habe mich Warum? nur früher mehr hinreißen lassen. Ich habe mich früher zu ernst genommen auf YouNow Guck oder auf mal, YouTube die auf oder Nachschon auf schreiben. Twitch. Das Guck war aber mal. nur damals, das ist heute gar nicht mehr. Das war auch nie im realen Leben der Fall. Ich habe schon immer über mich selber lachen können. Guck mal, da schreibt einer auf Lachschon, dass ich heul. Dabei heule ich gar nicht. Rainer, du hast Ich habe nicht geheult, ich habe nur geschwitzt. Tränen Augen gehabt. Also bitte, du hast nicht geweint. Ich habe nicht geweint, ich habe nur geschwitzt. Also, wirst du heute Abend wieder nur schwitzen oder wie? Mache ich auf dich den Eindruck, als würde ich heulen? Mache ich auf dich Schon ein den Eindruck, als wäre bisschen. ich sauer oder traurig? Ja, schon tatsächlich ein bisschen angemeldet bist du schon. Ich bin überhaupt nicht angemeldet. Ich meine, wenn du jetzt dann Darüber so. bin ich gerade. Das angemeldet, wie ihr das sagt, übrigens eine extrem dämliche Bezeichnung, finde ich total lächerlich. Es ist die beste Bezeichnung, aber dieses Mad. Und Warum? jetzt, das Geile ist jetzt versuchst du auch noch mit der Aussage, ich bin angemettet und traurig und wütend. Das ist doch ein trauriger Versuch, jetzt mich dumm dastehen zu lassen, obwohl ich überhaupt nichts mache, obwohl ich nichts sage, obwohl ich nichts Ja, das tue. stimmt. Also sorry, ich wollte dich gerade mit dieser einen Aussage wollte ich dich dumm dastehen lassen, Weißt du, deinen tatsächlich. Sarkasmus kannst du dir sparen. Was ist denn Sarkasmus? Nein, bitte nicht. Niemals den Sarkasmus bei ABS sparen. Sarkasmus. Das, was du gerade gemacht hast, ist Sarkasmus. So zu tun, als würde man jemandem recht geben, in diesem Fall jetzt, in diesem Fall, jemandem recht geben und ihn dabei gleichzeitig versuchen, lächerlich zu machen. Das war jetzt in deinem Fall der Sarkasmus, den du angewandt hast. Und das hast du heute ungefähr 10 Mal gemacht oder 20 Mal gemacht und ich habe nicht darauf Ja, reagiert, dreiundzwanzig Mal. weil ich es nicht für, ja, von mir aus 23 Mal, wenn du unbedingt meinst, mitgezählt zu haben. Und übrigens sehr jämmerlich, wenn du mitgezählt hast. Warum? Ja, wenn du da wirklich mitzählst, Immer dann hast du fünfmal mehr echt, als das Jahr, Rainer. dann hast du echt immer mein Mitleid tatsächlich. Dann hast du echt mein Mitleid, wenn du da mitzählst. Nee, aber also keine Ahnung. Fünfmal mehr als das Jahr. Immer fünfmal mehr als das Jahr. Naja, dann rechne mal 15 mal 18, dann hast du mich aber ganz schön oft angeblich Nee, vorgeführt. fünf mehr als das Fünfmal. Jahr. Du hast gesagt fünfmal mehr. Richtig, Jetzt fünfmal habe ich mehr als dich. das Jahr. Ja, das heißt fünfmal 18 in dem Fall. Ja, stimmt, tatsächlich. Ja, Wahnsinn, ey. Eine Intelligenzbestie hoch. Da hat Rein halt nicht gecheckt, dass er sich vorher versprochen hat, ne? Und schiebt's wieder so rum, als wäre er der, dass er nicht derjenige wäre. Und sowas wie studiert haben. Und ich bin in der Sonderschule gewesen. Also wenn du studiert hast, dann bin ich Alfred Hitchcock. Was bist Wobei, du? das wäre eigentlich geil. Wer bist du? Was ist denn Wenn du das? den Alfred Lauf, Hitchcock? wenn du mir nicht zuhörst, bist du selber schuld. Das ist ein Schauspieler oder was? Oh mein Gott, so viel Dummheit auf einen Haufen. Entschuldigung, ich wollte dich Hat nicht das mit beleidigen. Shakespeare zu tun? Ja, und jetzt deinen Sarkasmus wieder anwenden, ne? Warum? Also, was heißt denn hier Okay, Sarkasmus dann anwenden? frage ich mich jetzt, Und warum hast du so, eigentlich frage ich mich warum nur eine hängst du dich so einzige sehr drauf Sache. auf, dass ich einen Schulabschluss habe und Warum du nicht? Das ist doch hänge nicht ich daran schlimm. überhaupt nicht auf? Ich habe dich gerade nur verarschen Ach wollen. so, sorry. Aber so, Rainer wird wieder vorgeführt, er sagt, ja, ich wollte dich nur verarschen. Und er ist einfach in dieser Tonlage, ja, okay, sorry. Bin ich davon drauf War ich eingefallen? vielleicht ein Bin ich bisschen da voll dumm, drauf eingefallen? Entschuldigung. Aber Sonderschüler sind immer so dämlich. Oh. Ach, egal. Lassen wir's. War nur Schrabberdabber, oder? Hätte ich gesagt. Hätte ich gesagt. Du meinst? Dann würde ich sagen, komme ich bald wieder. Warte durch. Wann hättest du wieder Zeit? Müssen mal, am Anfang hat er gesagt, RBS, jo, ne, ich komme dann bald wieder, komm wieder schnacken. Rainer hat, ja, genau, machen wir, bevor er wusste. Und daran merkt man halt auch, dass Rainer nicht wusste, dass RBS ihn vorführt. Weil Rainer ja meinte, ja, ne, ja, okay, ich bann dich nicht. Ne? Und jetzt sagt RBS, jo, ich komme bald wieder, nachdem Rainer weiß, dass RBS lügt. Also ihn die ganze Zeit vorgeführt hat. Ja, nee, ich bann dich.
So, Rainer ist einfach, er schlägt sich immer wieder selbst. Wenn du meinst. Sag mir so, wie lange du versuchst, mich zu triggern. Also wann hättest du wieder Zeit und wärst wieder. Bis du begreifst, dass das keinen Sinn hat und ich mir eigentlich mehr Spaß draus mache. Und dass ich hinterher wahrscheinlich besser dastehe als vor dem Stream. Und du wirst es erst hinterher merken. Nein. Weißt du, das ist genau das, was ich meine. Man merkt wirklich, dass es vorbei ist, wenn RBS aus der Rolle fällt, ne? Egal ob fröhlich oder eher wütend, ne? Da merkt man immer, Jo, Rainer ist wieder utopisch unterwegs. Rainer. Früher habt ihr es geschafft, mich zu triggern. Ich bin ausgerastet, das wurde hochgeladen. Und Leute, die sich das angeschaut haben, Leute, die nichts damit zu tun hatten oder nichts davon wussten, oder vielleicht davon wussten und sich das nur über das Met, wie ihr es nennt, angeschaut haben, haben sich daran aufgegeilt, ja? Oder haben gedacht, was sind das für Vollidioten, schreit da rum, beleidigt rum und alles. Mache ich mittlerweile nicht mehr. Und wenn jetzt Leute das anschauen, die neutral sind, die das noch nicht wissen oder so, oder auch vielleicht die zwar jetzt nicht auf der Hater-Seite, aber auch nicht auf der Fan-Seite stehen, sondern einfach zwar ein bisschen das verfolgen, aber relativ neutral. Die werden sehen, dass ich auch anders sein kann. Und das, obwohl ich dich mit dem Bewusstsein, dass du bist, hier reingezogen habe. Das war echt cool. Also da Und muss ich echt sagen, Respekt von ja, also. und was habe ich mich dieses Jahr nicht? Was mache ich dieses Jahr nicht? Mich verändern? Also wirst, also nee, Die hast dich nicht Szene verändert. hat sich schon Ende letzten Jahres geändert. Der Hate wird weniger. Eigentlich schon Mitte letzten Jahres. Es hat sich nur ein bisschen gedauert. Es hat nur ein bisschen gedauert, Entschuldigung, für die Formulierung. Es hat nur ein bisschen gedauert, Boah, bis ich es hab's realisiert gekotzt, ey. wurde, und bis ich vor allem re selbst realisiert habe, dass es sich ändern kann. Und vielen Dank für deine Erkenntnis. Es ist definitiv richtig. Es funktioniert. Ja, es funktioniert definitiv. Also ich denke, Es geht bald wirst langsam du keine vorwärts. Hater mehr haben. Nee, In nee. langer Sicht irgendwann. Hater hat man immer. Hater werde ich immer Oh nein, Philosophie-Laut. haben. Zeit meines Lebens, wenn ich YouTube weitermache. Ich muss aber sagen, der Philosophie-Laut damals ist der schlimmer als der heute. Ich meine, der philosophiert heute nicht mehr so viel, ne? Deswegen kann man das, glaube ich, ein bisschen schlecht in Zusammenhang bringen. Gute Frage, ne? Ich würde sagen, der damals. Aber nicht unbedingt wegen der Aussagen an sich, sondern einfach wegen der Länge der Monologe. Es gibt immer ein paar Menschen, die einen nicht ausstehen können. Aber das ist okay. Aber ich kann dafür sorgen, durch mein Handeln, dass es nicht so viele Menschen sind, wie es bisher waren. Oder dass es weniger werden. Oder dass es vielleicht mehr Zuschauer werden, aber dadurch die Menge der Hater vielleicht zurückdriftet. Ich will nicht behaupten, dass das zukünftige kommende Zuschauer, dass die zukünftig kommenden Zuschauer Fans werden. Kann ich nicht dafür garantieren. Aber selbst wenn sie keine Fans werden, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie keine Hater werden, wenn ich Ja, mich anständig stimmt. verhalte. Wenn du dich anständig verhältst, dann klappt. Leute, Rainer, jede Sekunde, wo sich Leute mit dir auseinandersetzen, besteht die 99,99%ige Kann man das so sagen? Ich glaube schon. 99%ige Wahrscheinlichkeit, dass sie Hater werden. Ohne übertreiben zu wollen. Das ganz bestimmt, bin ich mir sicher. Habe ich mich Aber nicht du anständig solltest halt verhalten? wirklich nicht so viel, weil Was sollte ich nicht? Du hast geleckt, was? nicht so viel lügen, Rainer, weil im Endeffekt. Weißt du, wie ich schon sagte, glaub doch, was du willst. Mit Aber meiner das. Freundin, mit dem Messerwerfen, mit dem Bogenschießen, mit dem Kampfsport. Darüber macht ihr euch seit Jahren lustig. Und weiter? Aber das ist, sind doch nicht, es gibt doch kein Wir, das denkt sich doch jeder, weil du nicht beweisen kannst, was du da für einen Schwachsinn Und genau laberst. das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich sehe nicht eine Notwendigkeit dafür, es zu beweisen. Okay. Das ist genau das, worauf ich schon seit bestimmt 10 Minuten hinaus will. Ich sehe aus meinem Müssen, was ich sage. Glaub es mir oder glaub es mir nicht. Das ist der Okay. einzige Punkt, auf den ich Aber wenn du mich glaubst, bist du ein Hater. So. hinaus will. Es ist mir egal, ob du es mir glaubst oder nicht. Das ist Habe ich ganz nicht schön nötig. smart. Gut. Bin gleich nochmal da, Sekunde. Was? Sekunde, geht es runter und bannt ein paar, oder was? Auch runtergehen. Und wir gehen alle runter. Buddy was moved to your Hä? Sag dir channel. doch, ich komme gleich wieder. Oder wolltest du jetzt runtergehen und hast schon aufgegeben? Nee, ich habe gedacht, wir gehen einfach alle jetzt runter, weil. Nee, ich wollte Cola nur fragen, ob er rauf wollte und nicht reinkommt, aber er Ach kommt so. normalerweise ran. Ich dachte, da ist ein Fehler in den Einstellungen, das ist alles. Ja, nee, war ganz nett. Ich fand es auch echt gut. Also, ich fand es echt unterhaltsam mit dir. Es war. Ja. Ich wünsche dir auch echt. Also, wie gesagt, ich wünsche mir persönlich mehr Vlogs. Vielleicht ab und zu ein Kochvideo, weil die sind auch immer ganz spannend. Und Boah, die Koch, wie du es nennst, in seiner ramponierten Küche, ne? Wo er einfach Wasser aufhitzt, Kartoffeln reinschmeißt, noch irgendwie anderes Zeug und einfach so, kennt ihr diese Ringel-Leona-Dinger, diese 600 Gramm
Halbringe aus Fleischwurst? Bestimmt, ne? Ich weiß wahrscheinlich bei euch nur anders. Er hat da schon dann so drei, vier Stück da reingeschnibbelt, Junge. Das war kein Kochen, er hat einfach nur Fleisch gekocht, quasi. Ja, keine Ahnung, einfach mal. Ja. Ich weiß nicht, ja. Ich weiß nicht, wie genau ich es sagen soll, aber doch, bleib einfach so, wie du bist, dann passt es schon ansonsten. Trifft's eigentlich ganz gut. Ich bleibe nicht, wie ich bin, oder zumindest ich zeige mich nicht so, wie ich bisher war. Das ist Nicht die immer bessere nein, Aussage. so, das ist. Wenn ich mich so weiterhin zeige, wie ich bisher war, dann würde ich ja nur dir und allen anderen einen Gefallen tun, die mich haten. Und nee, habe ich euch lange genug getan. Ja, Rainer ist viel zu schlau dafür, ne? 3D-Schach mal wieder gewonnen gegen die Hater. Okay. Gut. Dann möchtest du noch irgendwas zu meinen Zuschauern sagen? Das Recht bleibt mit. Was? Das Recht bleibt mit. Okay. Achso, und Metal auf natürlich. Metal, Leute. Ey, Rüde, ist Rüde. meine Verabschiedung. Metal on heißt es. Metal Metal on. on, Ah. Sayonara Matane. Bis bald, euer Adieu. Regenbogenschaf. Adieu, bleib stehen. Liebe! Los. Nee. Ja. Wie gesagt, der Höhepunkt eines phänomenalen Streams. Sowas wird auch nie wiederkommen, weil ich glaube, Rainer sich nicht mehr so vorführen lässt. Einfach nach so 8 Jahren merkt auch der Dümmste irgendwann, wann er vorgeführt wird. Also, wenn man es so offensichtlich macht. Nee. Aber für die Handvoll Leute, die es hier vielleicht noch hören. Ich schwanke ein bisschen. Ich hätte Bock öfters dieses Retro mit zu kommentieren und hochzuladen, weil einfach, weiß ich, es ist so ein schöner Kontrast, dieses satirische, ironische Game gegen das heute sehr ernste Game. Weiß ich, für mich die Leute, die es kennen, so, ne? Ich kann ja mal so ein paar Sachen aufzählen und die ein bisschen erläutern, vielleicht die es halt nicht kennen. Ich hätte Bock auf Boneklings gegen Drachenlord, der Stream auf Englisch, also wo Rainer versucht, Englisch zu sprechen. Kurzer Kontext: Boneklings ist ein Typ aus den USA von 2016 ungefähr. Der ist auf Rainer aufmerksam geworden und hat halt bei seinem Greenscreen quasi die Schanze abgebildet, also Rainers Streamingraum. Und Rainer hat das halt gar nicht gefallen, weil er auch immer mehr Kontext mit dem Drachenlord gemacht hat. Dass Rainer dann ihn angeschrieben hat, meinte, ja, der soll aufhören. My projects on YouTube stealing soll Boneklings aufhören. Hat sich dann über ein paar Wochen oder Monate hin und her gespitzt, bis halt Rainer Boneklings in den Stream geholt hat und die auf Englisch diskutiert haben. Also Rainer hat es versucht, ne? Und Rainer hat am Ende dann geheult, das Übliche halt, ne? Was gibt's noch? Neobiene gegen Drachenlord nach dem Laptop-Ding. Wieder der kurze Kontext einfach. Neobiene, das ist einer dieser Bärenjan-Jungs, von denen ich auch gestern erzählt habe, die mit Rainer das Interview gemacht haben. Und als Rainers PC konfisziert war, damals schon, weil ihm ein Hater den mit gefälschten Kreditkarten zugeschickt hat, weg war, also nicht online gehen konnte, hat Neobiene halt quasi angeboten, ihm einen Laptop zu leihen, dafür, dass er halt in diesen Stream reinkommt. Aber auf dem Laptop waren halt Keylogger drauf und so weiter und Trojaner, alles Mögliche. Der war komplett verseucht. Das hat Rainer halt irgendwann rausgefunden und dann haben die sich halt gehasst und hat auch quasi herausgefunden, dass halt Rainer, dass Berndian, die halt ihn halt verarscht haben, bla bla bla. Davon gibt es halt auch eine Aussprache, die um 40 Minuten. Und wie ich Rainer bringt, Aussagen, die einen so sauer machen, ne? Wirklich. Das wäre nichts Angenehmes für die Ohren. Dann, was haben wir noch? Vielleicht einfach Dorian gegen Drachenlord. Der Post-Gefängnis-Stream, sage ich einfach mal. Rainer war der festen Überzeugung, dass ein Hater, Dorian, der Übermensch, wegen ihm in den Knast gekommen ist. So, und Dorian hat sich dann quasi als Guest in Rainers Raum einladen lassen. Und Rainer hat halt mit der festen Überzeugung mit ihm gesprochen, dass halt, Dorian im Gefängnis saß wegen ihm. So, das auch. Erst geht's was in die ironische, satirische Richtung. Was gibt es noch? Natürlich der auch legendäre Teamspeak-Ausschnitt, wo Rainer sich auf den Hater-TS geschmuggelt hat, 2015. Und mit dem Stimmverzerrer so getan hat, als wäre jemand anderes. Und wo man ganz genau gehört hat, dass es Rache ist. Dann, was bleibt noch? Ich weiß nicht, ob ich dazu Ausschnitte finde.
wo er mit seinen Mods die Abrechnung gemacht hat, als die Mods sich von ihm distanziert haben, weil er wieder Scheiße gebaut hat. Er hat auch damit das Reiner heult. Gibt es noch irgendwas Cooles, das mir so spontan einfällt, was man die Tage machen könnte? Nee, eigentlich nicht, ne? Das ist erstmal genug Auswahlmöglichkeiten. Ne? Wie gesagt, wie Leute, die es hier hören, wäre cool, wenn. Ja, wenn man es einfach schreibt, so, ne? Worauf man Bock hätte. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Je nachdem, was Rainer wieder macht oder je nachdem, was wir uns raussuchen. Hau da rein.